So, nach 3 Wochen Indien haben wir uns relativ gut zurechtgefunden und mittlerweile weiß ich auch, was wie viel kostet. Also ein kleiner Überblick in diesem Video, wie teuer ist eigentlich Indien. Fangen wir bei der Unterkunft an. Wir haben immer über Airbnb gebucht und das günstigste, was wir hatten, waren glaube ich 11 Euro für 2 Personen und das teuerste, was wir jetzt hatten, waren 25 Euro für 2 Personen. Wobei bei 25 Euro ist es schon jetzt auf dem Niveau von einem 4-Sterne-Hotel im teuersten Viertel oder einem der teuersten Viertel von Delhi. Also von daher haben wir uns am Ende das mal gegönnt, dann doch mal 25 Euro für 2 Personen auszugeben pro Nacht. Und ich denke, wenn ihr wollt, schafft ihr es sogar für 7, 8 Euro für 2 Personen unterzukommen. Also Wohnen ist nicht besonders teuer. So, kommen wir zum zweitteuersten Punkt bei unserer Reise, das war der Transport. Wir sind ein paar Mal innerindisch geflogen. Das hat jeweils so 55 bis 60 Euro gekostet, wenn man eine Woche vorher bucht. Muss man halt flexibel sein und die teuersten Tage meiden. Und die teuersten Tage ist halt das Wochenende. Und ich glaube, montags war auch recht teuer. Also die Tage meiden und ansonsten geht es eigentlich. Züge haben wir nicht genutzt. Die erste Klasse ist allerdings fast so teuer wie Fliegen. Dauert aber ewig, bis man da irgendwo ankommt. Wir haben relativ oft Taxis genutzt. Und bei Taxis gilt so als Daumenregel, ich glaube, 12 Rupien pro Kilometer. 12 Rupien pro Kilometer oder 5 Kilometer sind ungefähr 1 Euro, um da mal eine Hausnummer zu nennen. Aber es ist relativ schwer, an diese Preise ranzukommen. Also da hilft euch auf jeden Fall, wenn euch ein Local die Sachen bucht. Also wir haben die längeren Fahrten immer über unsere Airbnb-Hosts gebucht. Kürzere Fahrten haben wir immer Uber genommen, weil ansonsten mit den indischen Taxifahrern zu verhandeln, die verlangen oft ein Vielfaches, wenn man mit denen redet. Also für die gleiche Strecke, die ein Inder 4.000 Rupien bezahlen würde, da zahlt man als Europäer 8.000 bis 12.000, wenn man sich doof dran stellt. Also von daher, lasst euch am besten von Locals helfen oder nutzt Uber. So, vielleicht noch eine Info. Ich rechne gerade mit einem Kurs von 72 bis 75 Rupien pro Euro. Sprich, alle Angaben, die ich mache, beziehen sich immer darauf. Dann gibt es noch die Autorikschas. Das sind die gelb-grünen Dreiräder, die überall sind und euch immer anhauen, wo es hin soll. Da auch als Tipp, geht erstmal von den 13 Cent pro Kilometer aus und guckt euch einfach vorher mit Uber an, was Uber kosten würde und verhandelt erst dann mit denen. Also sprich, egal wann wir mit den Leuten geredet haben, die wollten immer sofort mindestens 200 für eine ganz kurze Strecke oder auch mal 700, 800 für eine mittlere Strecke und man konnte sie total oft auf 1/3 von dem Preis, den sie erst verlangt haben, runterhandeln. Wie man runterhandelt, dazu mache ich euch hier noch ein Video. Ihr werdet es nie schaffen, so weit runterzudrücken. Das heißt, bisher war bei uns Uber immer günstiger, aber manchmal denkt man sich auch, wir setzen uns jetzt da rein und fahren los, weil man ist dann doch schneller unterwegs. Dann gibt es noch die Fahrradfahrer. Auch dort kann man sagen, die verdienen am Tag so 500 bis 700. Das heißt, ihr könnt euch auch mal einen Fahrer für den ganzen Tag buchen. Wartezeit kostet in Indien nicht viel. Also sprich, ich glaube, der offizielle Satz beim Taxi ist 100 Rupien pro Stunde. Also 1,30 Euro pro Stunde warten. So, dann sind wir noch Bus gefahren. Da solltet ihr immer darauf achten beim Buchen, dass ihr einen Volvo AC Bus nehmt. Alles andere ist, da hat man das Gefühl, es fällt in der nächsten Kurve auseinander. Und was haben wir da gezahlt? Für 250 Kilometer haben wir pro Strecke für 2 Personen 1.000 Rupien gezahlt. 1.000 Rupien sind 13 Euro. Und da haben wir aber im Nachhinein gemerkt, man hätte für dieselbe Strecke für 5.000 einen eigenen Fahrer haben können. Also sprich, hin und zurück kostet es 2.000 Rupien. Ein eigenes Taxi für 250 Kilometer hin und 250 Kilometer zurück, inklusive Warten zu mieten, hat 5.000 Rupien gekostet. Und 5.000 Rupien, das sind, ich glaube, 70 Euro oder so. Könnt ihr gerne mal nachrechnen, in die Kommentare schreiben. Es ist auf jeden Fall nicht die Welt und das kann man sich durchaus leisten. Bahnfahren in Deutschland ist entschieden teurer. So, kommen wir zum nächsten, dem Essen. An den Straßenständen kriegt ihr manchmal für 30 Rupien, also unter 50 Cent, ein Essen. Wir haben das aber komplett außen vor gelassen. Also mir war das viel zu riskant, dort was zu essen, weil man weiß nie, was sie für ein Wasser verwenden. Zur Hygiene mache ich auch noch mal ein Video. Und ansonsten, wir sind immer in Restaurants gegangen, da natürlich auch gucken, sieht es irgendwie sauber aus, kann man da was Gutes erwarten. Und was hat da so ein Essen gekostet? Ich denke mal ab so 120 Rupien, das wären 1,50 Euro, 1,70 Euro, 1,80 Euro, kann man dort ein komplettes Essen kriegen.
Aber ja, ich glaube, ab 250 Rupien kriegt man sogar was richtig Gutes. Das, also sprich, vergleichbar mit dem deutschen Schnitzel. Das wäre ungefähr das, was man anlegen muss. Ist dann auch satt und dann auch Getränke dabei. Und dann vielleicht noch ein Hinweis. Bei den meisten Restaurants ist es so und auch in vielen Geschäften, ihr habt einen Preis, der in der Karte steht, da kommen aber dann nochmal 15% Steuern und nochmal 15% für die Kellner drauf. Also sprich, die Preise, die da stehen, die zahlt ihr nicht, sondern ihr zahlt am Ende entschieden mehr. Dann gibt es in den ganzen Restaurants immer kostenloses Wasser. Das ist aber häufig Leitungswasser, von daher investiert lieber 20 Cent mehr. Das ist nämlich auch noch ein Tipp. Ihr kriegt in fast jedem Restaurant hier dieses Wasser zum Einkaufspreis. Also sprich nicht 20 Cent, 20 Rupien. Und dann ist euch auch, seid ihr auch da gut bedient. Und vor allem wisst ihr, dass ihr davon nicht mehr krank werdet. Kommen wir zu den Sachen des täglichen Lebens. Da ist es so, ganz viele Produkte haben den Preis schon aufgedruckt. Das heißt, ob ihr das jetzt beim Straßenhändler kauft, kann man das hier sehen, hier unten, ganz, ganz klein. Wenn nicht, also hier steht 20 Rupien, ganz viele Produkte haben den Preis aufgedruckt. Und das heißt, egal ob ihr es beim kleinen Straßenhändler kauft oder ob ihr es in einem Supermarkt kauft, es kostet überall dasselbe. Zumindest die industriell hergestellten Sachen. Und bei den anderen Sachen, frisches Obst und so weiter, gilt natürlich verhandeln. Meine Erfahrung ist, wenn ein Stand nur ein Produkt verkauft, ist es meistens günstiger als ein Stand, der viele verschiedene Sachen hat. Ich bin nicht der super Verhandler, weil man denkt sich auch oft, ey, die Leute haben hier nicht so ein leichtes Leben wie wir und jetzt wegen den 10 Cent muss ich nicht unbedingt mit den Leuten in Clinch gehen. Aber insgesamt kann man sagen, Obst ist nicht unbedingt, also wenn man nicht verhandelt, ist es nicht günstiger als bei uns. Ja, die Qualität bei den Straßenhändlern ist gut. Es gibt hier in Delhi zumindest getrennte Obst- und Gemüseständler. Bei manchen Sachen, zum Beispiel Eiern, bin ich mir sehr unsicher, ob man die immer kaufen kann. Da muss man dann halt später noch dran riechen. Meine Methode ist immer, ich gehe mal dahin, wo die Locals hingehen, weil da, wo die Locals sind, da werden die wohl keinen Scheiß verkaufen, weil mit denen müssen sie ja dann leben. Und im Endeffekt gehen überall die Locals hin. Also sobald der Laden eine Wand hat, kann man ihm, glaube ich, so halbwegs vertrauen. Eis würde ich nicht kaufen, weil da die Kühlkette dann doch wahrscheinlich nicht so gut funktioniert. Auch Fleisch würde ich hier die Finger von lassen. Das sieht alles nicht so aus, als ob das gut behandelt wird. Und vom Preisen her, viele europäische Sachen werden von Ihnen gar nicht gekauft. Das heißt, die sind mega teuer, also so noch teurer als bei uns. So ein Shampoo ist teurer als bei uns. Ihr könnt viele Produkte in mini kleinen Packungen kaufen. Also man glaubt gar nicht, sozusagen einmal Haare waschen für 5 Rupien oder vielleicht gehen da dreimal aus so einem Haarewaschbeutel. Aber diese Mini-Beutel sind im Endeffekt, obwohl sie viel, viel mehr Müll machen und eigentlich viel, viel teurer sein müssten, sind günstiger als die Großpackung. Das ist vielleicht was, das euch noch auffallen wird. So, dann noch was zur totalen Dekadenz. Sachen wie Starbucks oder halt auch, wenn ihr Klamotten kaufen wollt, kostet genauso viel oder vielleicht 10% weniger als in Deutschland. Also geht nicht davon aus, dass ihr in Indien super billig shoppen könnt. Adidas-Schuhe waren teurer, ich glaube Nike war irgendwie 20% billiger. Das bringt euch eigentlich nichts. Apple ist auch alles teurer, also Marken solltet ihr. Kameras war fast anderthalbmal so teuer. Geht also nicht zum Shoppen nach Indien, sondern wenn ihr wie die Locals lebt, könnt ihr billig leben. Wenn ihr wie im Westi leben wollt, dann ist es richtig, richtig teuer. Also ein Tag in Indien kostet ungefähr für 2 Personen 25 Euro. Damit kann man gut essen, kann man sich sogar ein Museum oder sowas mal angucken oder zumindest einen Ort besichtigen. Genau, vielleicht das noch als zum Eintritt. Ganz viele Eintritte sind so 250 Rupien pro Person. Für Inder kostet es dann aber nur 10. Also man merkt schon, man wird hier als Wessi total über den Tisch gezogen. Aber am Ende 250 Rupien sind umgerechnet 3,50 Euro. Das würden wir in Deutschland auch auf jeden Fall ohne mit der Wimper zu zucken ausgeben. Von daher nichts zu meckern. Und wenn ihr alleine unterwegs seid und sehr, sehr sparsam seid, schafft ihr es wahrscheinlich auch unter 10 Euro am Tag auszukommen, inklusive Schlafen und inklusive Essen. Aber wir waren halt mal total dekadent und haben 25 zu zweit ausgegeben. Also, weitere Videos in der Playlist hier und bis zum nächsten Mal. Eine Info im Hintergrund, so ein Fahrer verdient am Tag normalerweise 500 bis 750 Rupien.